willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich heiße Elna von Absolute Lebenslust und ich zeige euch heute, was ihr aus den Verpackungen von Vanilleschoten machen könnt. Die benutze ich sehr oft zum Backen und davon habe ich jetzt auch ganz viele übrig gehabt, also nur von den Verpackungen jetzt, weil ich fand es irgendwie immer zu schade, die wegzuwerfen. Ich dachte mir, da kann man doch sicherlich mal was Nettes draus machen. Und dann habe ich auch was Schönes gefunden und zwar fülle ich hier jetzt gleich Kaffee rein und dazu noch ein paar Schokoperlen, damit das auch ein bisschen hübscher aussieht. Dann wird das auch noch ganz nett verpackt und dann habt ihr ein perfektes Geschenk für eure Kaffeefreunde bzw. Freunde, Bekannte, Familie, die gerne Kaffee trinken. Das muss dann einfach nur in eine Tasse gefüllt werden, Wasser drauf und fertig. Und das sieht auch wirklich sehr hübsch aus. Ich finde das auf jeden Fall eine schöne Idee, warum immer wegschmeißen, wenn man auch was Nettes daraus machen kann. Und ich zeige euch jetzt zunächst einmal, was ihr so alles dafür braucht und wie ihr das Ganze in das Reagenzglas bekommt. Ihr braucht zunächst ein paar Gläser von Vanilleschoten, Instant-Kaffee oder alternativ Kakao, ein kleines Blatt und Streudekor. Als erstes bastelt ihr euch einen kleinen Trichter aus dem Papier, indem ihr es in ein Dreieck faltet und die Seiten zusammenzieht und abstehende Ecken dann eventuell noch nach innen klappt. Dabei sollte die Öffnung nicht zu klein sein, aber auch in die Öffnung von eurem Glas reinpassen. Hier kommt jetzt der Kaffee oder Kakao rein, da müsst ihr nur darauf achten, dass die Menge für einen Kaffee ausreichend ist, das entnehmt ihr dann einfach der Verpackung. Ich habe hier auch zum Beispiel Cappuccino-Pulver verwendet, da ist noch zusätzlich Milchpulver enthalten. Ansonsten könntet ihr bei normalem Kaffee auch noch zusätzlich welches mit einfüllen. Nach oben hin lasst ihr etwas Platz für die Deko, die ich ebenfalls vorsichtig mit Hilfe des Trichters eingefüllt habe. Und dann solltet ihr auch noch etwas Platz für den Deckel lassen. Wenn euer Glas dann befüllt ist, drückt ihr vorsichtig den Deckel wieder rein und eigentlich seid ihr dann auch schon fertig. Jetzt könnt ihr die Kaffeegläser nur noch hübsch einpacken, ob jetzt dezent in einem Glas oder vielleicht auch gleich mit einer passenden Kaffeetasse dazu. Und auf jeden Fall ist das eine nette kleine Aufmerksamkeit, für die ihr nicht viel benötigt und auch noch ganz persönlich für den zu Beschenkenden anpassen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch ganz viel Spaß beim Nachmachen.